Googles verdeckte Geheimnisse. Haben wir wirklich eine Privatsphäre bei der Google-Nutzung? Nee, da sage ich nein, safe. In diesem Video werde ich über Google und die CIA und die Verbindungen zwischen den beiden sprechen. So, jetzt Aluhüte, Freunde. Stichwort Google CIA, wir sind da. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar reagieren wir heute auf ein neues Video, welches heißt Googles verdeckte Geheimnisse. Video Advice Deutsch 2021. Wir gehen mies in die Google-Recherche rein. Ich glaube zu wissen, dass wir für dieses Video ein Aluhütchen brauchen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Deswegen schön die Aluhüte auspacken. Wir gehen rein in die Recherche. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Ich liebe euch und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Die Digitalisierung ist heute ein wesentlicher Teil unseres Lebens geworden. Und die meisten Dinge, die wir tun, drehen sich um das Internet. In all diesen digitalen Produkten gibt es eines, das mittlerweile in jeden Aspekt unseres Lebens eingebunden ist. So wie die Welt zu funktionieren scheint, können wir fast nichts mehr ohne diesen digitalen Riesen Google machen. Fast alles, was wir täglich nutzen. Google Suche, Gmail, Hangout. Ey, Bruder, also ich benutze jetzt von den vier Sachen, die eingeblendet wurden, benutze ich nur Google Suche, Google Maps und Google Mail. Aber das ist schon alleine, also wenn du da die Informationen einfach zusammenziehst, so kannst du ein heftiges Profil von mir machen. Aber wie oft, also ich google auch schon echt oft nach Dingen einfach so, weißt du, wie ich meine? Wenn du irgendwas wissen willst oder wenn du einen Ort sehen willst oder irgendwas so, du gehst einfach auf Google. Das ist so normal geworden für uns. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das war ohne Google Maps und Google zu googeln. So. Vor Google gab es auch mal Yahoo, da hat man mal die ein oder andere Sache gegoogelt, so weißt du. Guck, man sagt sogar googeln, Digga, wenn du auf anderen Seiten suchst, Digga. Ist mir gerade aufgefallen so. Und ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, wo es das alles noch gar nicht gab und ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen so. Ist crazy. Google Earth, Maps, Cloud Computing. Und Werbung. Die Plattform wurde als meistbesuchte eingestuft im Oktober 2019 mit bis zu 259 Millionen Besuchern aus den Vereinigten Staaten. Crazy. Marktanteil von 62,5% unter den großen Suchmaschinenanbietern. Nur 62,5%? Alter, für mich kommt das so vor, als ob das ein Monopol ist. So. Selbst wenn du andere Searchmaschinen benutzt, sagst du trotzdem, ich google. In den Vereinigten Staaten. Eine andere Recherche des Tribunals ergab außerdem, dass Google mehr als 63.000 Suchanfragen pro Sekunde erhält. 63.000 Suchanfragen pro Sekunde. Tag. Das ist die durchschnittliche Anzahl von Menschen, die Google pro Tag nutzen. Das entspricht mindestens 2 Billionen Suchanfragen in einem Jahr. 3,8 Millionen Suchanfragen pro Minute. 228 Millionen Suchanfragen in einer Stunde und Digga, überleg mal, wie viel Informationen du damit sammeln kannst, Digga. Heftig, Alter. Google weiß genau, wer was, wo, nach was sucht. Ihr müsst euch, es gibt Algorithmen, die dann auch sagen können, so, also man kann ja diese Informationen auch miteinander verbinden und sich dann fragen, ey, warum suchen die Leute gerade in dem Bereich nach diesen Sachen und was kann man daraus jetzt für einen Marketingwert noch nehmen und was können wir den Leuten dann anbieten und so. Die haben eigentlich auch immer auf dem Schirm, mit was sich die Leute gerade aktuell beschäftigen, so, weißt du? In welche Richtung die gerade denken und so. Es geht so tief, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 5,6 Milliarden Suchanfragen innerhalb eines Tages. Diese Statistiken zeigen, wie Google so wichtig geworden ist und es geschafft hat, Teil unseres Lebens zu werden. Wie auch immer, die Frage ist, sind sie wirklich das, was sie sich selbst nennen? Okay, jetzt gehen wir rein. Macht Google uns Gutes oder Böses? Haben wir wirklich eine Privatsphäre bei der Google-Nutzung? Nee, da sage ich nein, safe. In diesem Video werde ich über Google und die CIA und die Verbindungen zwischen den beiden sprechen. So, jetzt Aluhüte, Freunde. Stichwort Google CIA, wir sind da. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass ich Sie auf eine Reise durch der Öffentlichkeit unbekannte Dinge mitnehme, der letzten paar Jahre zwischen Google und der CIA. Oh, shit. Wenn du ein Geheimnis für dich behalten möchtest, musst du es auch vor dir selbst verstecken. Was? Wer hat das gesagt? Ah, George Orwell, Digga. Krass. Wenn du ein Geheimnis für dich behalten möchtest, musst du es auch vor dir selbst verstecken. Wie geht das? Weiß ich gar nicht, Digga. Was?
Ja. Es gibt keinen Ausweg. Und wie Larry Page und Sergey Brin mit Bedacht feststellten, als sie 1998 Google starteten, alles, was Menschen im Internet tun, hinterlässt Daten. Wenn sie richtig gespeichert und genutzt werden, sind diese Daten eine Goldmine aus kompletten Informationen über Menschen auf persönlicher Ebene und wertvollen Informationen über wirtschaftliche und politische Trends. Wirtschaftliche, politische Trends, Digga. Ihr müsst euch mal überlegen auch. Die haben damit angefangen, weil die irgendeine Idee hatten und so. Und dann, früher waren Daten noch gar nicht relevant. Weißt du, wie ich meine? Daten, also auf der Ebene wurden Daten noch nicht verkauft und so. Und das ist krass, musst du mal überlegen, Digga. Die haben dann festgestellt, krass, okay, wir können eigentlich dann auch so Profile machen von Menschen. Und dann können wir das für Marketingzwecke an die und die Firmen verkaufen. Und mittlerweile sind Daten einer der größten Währungen, meiner Meinung nach, die es auf der Welt gibt. Sogar teilweise, also Daten, die Währung Daten ist sogar also in vielen Bereichen mehr wert als Geld heutzutage. Attention auch, Daten. Das ist so das Neue, das ist die neue Währung geworden. Google war das erste Internetunternehmen, das sich diese Information zunutze gemacht hat und baute ein Geschäft auf, das auf den Daten basierte, die die Benutzer hinterließen. Mhm. Aber es dauerte nicht lange. Das geschah fast überall, von der kleinsten App bis zur größten Plattform. Amazon, Instagram, Tinder, Facebook. Krass, Digga, das ging so schnell, Bro. eBay, Uber, Spotify, Lyft und Twitter. Diese Plattformen benutzen alle die Daten der Kunden. Wo wir hingehen, mit wem wir reden, worüber wir reden und wen wir sehen. All diese Informationen werden gespeichert. Wenn du einen Ort besuchst, von dem du niemandem etwas erzählst, Google weiß es. Die kennen uns gut. Auch das, was wir vor Freunden und Familie verbergen. In unserem modernen Internet-Ökosystem ist diese private Überwachung die Norm. Wie kann man den Süden von Minsk? Wie war das, Digga, mit Target damals? Das gab doch bei Target wegen den Cookies, was auch gerade einer reingeschrieben hat, so. Target wusste, dass ein Mädchen schwanger ist, bevor der Vater von ihr das wusste. Weil die halt nach Schwangerschaftstest gesucht hat, Digga. Und dann war die schwanger, dann hat die so und solche Medikamente oder so und solche, weißt du, wie ich meine, dann gekauft und so. Und Target wusste quasi, dann haben die, ich glaube, die haben da irgendwie, wie haben die das rausgefunden? Ich glaube, die haben dir dann irgendwas zugeschickt, werbungstechnisch. Und dann ist der Vater erst darauf aufmerksam geworden. Reisen? Ja. Okay. Auf dem Mars reisen? Überall hin. Kann man noch das Haus betreten und die Küche und solche Sachen sehen? Daran arbeiten wir. Krass, kann man auch das Haus betreten und die Küche und sowas sehen? Daran arbeiten wir, Diggi. Bruv, die können digital zu mir nach Hause kommen, Digga, und jetzt gerade gucken, wie ich streame, Bro. Aber Google ist so gut gewachsen. Und niemand will zugeben, dass es über die Jahre auch so schlimm gewachsen ist. Wie auch immer es ist. Eric Schmidt wurde 2001 der CIA von Google. Während seiner 10-jährigen Tätigkeit als CEO schloss sich Google einigen Machtstrukturen in den Vereinigten Staaten an, während es zu einem geografisch aggressiven Megakonzern mutierte. Aber Google hat diesen Ansatz immer gemocht. Auch lange bevor Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, Schmidt einstellten, wurde ihre anfängliche Forschung, auf die Google sich stützte, teilweise von der Defense Advanced Research Projects Agency finanziert. DARPA. Okay. Google unter Schmidt hat ein Image als sehr freundlicher globaler Tech-Giant geschaffen. Es baute insgesamt eine Beziehung zur Geheimdienstgemeinschaft auf. 2004 übernahm Google Keyhole, ein Startup-Unternehmen für Kartentechnologie, das von der National Geospatial Agency, der NGA und dem CIA finanziert wurde. Krass, Digga, die sind eng miteinander verwandelt. Da gibt's doch auch Videos oder Leute, die gesagt haben, dass bei Google auch regelmäßig CIA-Mitarbeiter rumlaufen und so. Und auch bei Facebook, bei diesen ganzen sozialen Netzwerken, was ja auch während Corona dann auch richtig groß geworden ist, auch bei Twitter und so, dass die halt eng mit der Regierung zusammengearbeitet haben, um bestimmte Menschen und deren Posts zu unterdrücken, damit eine bestimmte Meinung nicht präsentiert wird, so. Und das ist halt schon krass, als das so richtig offiziell rausgekommen ist. Also, das war mir eigentlich vorher schon klar, aber als das offiziell rausgekommen ist, so, das musst du dir mal überlegen. Also, die können dann wirklich auch das Narrativ steuern, so, mit der Regierung zusammen. So, das sind irgendwelche privaten Unternehmen, die mit der Regierung zusammenarbeiten und dann einen riesen Einfluss darauf haben, was Menschen sehen und was die dann daraus folgend auch denken, so. Weißt du? Das ist crazy, Digi. Also wenn Leute immer sagen, ja, wir sind voll frei und so, Freedom, dies, das, aber das ist eine geheuchelte Freiheit.
Die steuern deine Gedanken, Digi. Die programmieren in dich rein, was du denken sollst, wie du dein Leben zu gestalten hast und was wichtig ist und was nicht wichtig ist, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. So. Du bist nicht wirklich frei, wenn du nicht erstmal dieser Programmierung und diesen, wenn du die nicht erstmal aus deinen Gedanken, aus deinem Kopf rausbekommst, Digga, die Matrix, weißt du? Wurde zu Google Maps weiterentwickelt. Die Enterprise-Version von Keyhole wurde sogar an das Pentagon verkauft und assoziierte Institutionen per Multimillionen-Dollar-Vertrag. Das sollte uns die Frage stellen, ob es eine Beziehung zwischen der CIA und dem Tech-Giganten gibt. Es gab jedoch viele Behauptungen von Google, dass sie nie von der CIA finanziert oder geschaffen wurden. Zum Beispiel, als 2006 eine Geschichte darüber kursierte, dass Google Gelder von der CIA in den letzten Jahren erhalten haben soll, um bei der Terrorismusbekämpfung zu helfen, erklärte das Unternehmen gegenüber John Battelle, dem Gründer des Wired-Magazins, dass solche Aussagen bei der Terrorismusbekämpfung zu helfen. Hier wieder Krieg gegen den Terror, ah jo, Bro. Wohl komplett unwahr sind. Die große Frage ist nun, hat die CIA die Forschung von Brin und Page finanziert und damit Google erschaffen? Das ist krass. Nein, aber haben sie genau das erforscht, was sich die NSA und CIA und der Geheimdienst erhofft haben? Absolut. Brins bahnbrechende Forschung zum Page-Ranking durch die Verfolgung von Benutzeranfragen und deren Verknüpfung mit den vielen durchgeführten Suchvorgängen im Geiles Video, Digga, interessant. Die Identifizierung der Vögel einer Feder, Birds of a Feather, war weitgehend das Ziel des MDDS-Programms und der Geheimdienste. Und Google war erfolgreicher, als sie sich je erträumt hätten. Um dies zu verstehen, müssen Sie darüber nachdenken, was die Geheimdienstgemeinschaft zu erreichen versuchte, indem sie den Besten in der akademischen Welt Zuschüsse gewährte. Die CIA und NSA finanzierten. Digga, für die war das, ist es auch wie ein Segen, dass sowas wie Google um die Ecke gekommen ist. So, weißt du, wie viele Daten die einfach direkt dann von Google abgreifen können, die die selber nicht haben? Das ist ja eine der wichtigsten Sachen für die CIA und diese ganzen Geheimdienste, so zu wissen, wer was sucht, wer gerade mit wem ist, wer gerade wo was wohin geht und so. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die diese Sachen, die Google quasi erfunden hat, auch nutzen und diese Daten, die Google quasi sammelt, nutzen und dann Google dafür bezahlen, Digga. Ganz klar. Ein nicht klassifiziertes, vielfältiges, aber aufwendiges Programm von Beginn an, um die Entstehung von etwas zu fördern, das fast wie Google ist. Die Investitionsarme der CIA und Google fördern eine Firma, die das Internet in Echtzeit überwacht und nach eigenen Angaben die Informationen nutzt, um die Zukunft vorherzusagen. Krass, Digga. Dies scheint das erste Mal zu... Die Zukunft vorher, Bro, die haben Programme und Algorithmen, ne? Das ist krass. Dass der Geheimdienst und... So wie dieser Algorithmus von BlackRock, wie heißt der, Aladdin, ne? Der ja auch die Zukunft vorhersagt, was auf dem Finanzmarkt passiert, so. Haben die safe auch eine künstliche Intelligenz oder einen Algorithmus, der vorhersagt, was passiert in der Welt? Google, das... So, vielleicht haben die Simpsons auch diesen Algorithmus und deswegen kommen die Sachen immer bei den Simpsons auch so früh vor. Welches Startup zur gleichen Zeit finanzieren. Niemand unterstellt Google, direkt mit der CIA zu kooperieren. Aber die Investition wird Googles Kritiken zu denken geben und den Suchgiganten bereits als sehr... Doch, Digga, ich glaube, die kooperieren direkt miteinander. ...gegenüber der Regierung in den Vereinigten Staaten sehen und befürchten, dass das Unternehmen beginnt, sein Mantra zu vergessen. Sei nicht böse. Krass, war das deren Mantra oder was? Don't be evil? Be evil. Crazy langer, die Google-Verschwörung. Ich küsse doch eure Zirbeldrüse. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Google it out, man, Alter. Wir benutzen halt auch alle Google, ne? Und wir nutzen diese ganzen Plattformen auch. Und sind uns oft dessen gar nicht bewusst. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich meine Daten quasi freigebe für die Leute. Dass sie meine Daten benutzen können für allen möglichen Scheiß. Und ja, macht euch das bewusst, meine lieben Freunde, und fragt euch, ob ihr das wollt. Und wenn nicht, dann schränkt das ein. Ich liebe euch. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Gang.